Monster Hunter World. Gut. Wir haben im letzten Part haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Naja, kann passieren. So, jetzt werde ich einfach kein Leuchtfeuer mehr senden. Wie heißt das? Leuchtzeichen abfeuern werde ich nicht mehr machen. Nein! Oh Gott, er wollte. Oh Scheiße. Ja, damit keine fremde Leute uns zur Hilfe kommen. Weil es geht ja nicht darum, dass ich es nicht schaffe. Es geht darum, dass ich mit Manfred und Britney zusammenspiele. Na, okay. Oh Mann, jetzt können wir den nochmal suchen. Aha. Nein, ich muss gar nicht suchen. Juhu. Schon schön. Wenn man nicht suchen muss. Feldforschung, Flora, oh. Forsche, mein Sohn, forsche. Aha. Chakras, geh weg. Ich habe keine Zeit für euch. Was da? Da kommen sich auch noch Spinnen, oder? Oh nein. Oh. Okay. Das war sowas klar. Ja, super. Jetzt fliehen sie einfach. Komm, wo gehst du hin? Okay, gut. Scheißegal. Wir haben einen riesen Gegner jetzt, wo wir bekämpfen müssen. Also ich weiß nicht, aber alleine wird das ein bisschen schwierig. Ja. Aber es ist schon schön. Ein bisschen Herausforderung ist immer gut. Wer das sagt, lügt. Ich würde schon gerne weiterkommen. So schön, ohne Probleme. Ne? Weißt du, was ich meine? Oh, blau. Blue. Wo jetzt? Aha, Fußspuren. Oh Gott, ich kann mich erinnern. Oh. Nein, da hoch, oder? Alter, ich habe den Weg verloren jetzt. Boah, was ist das für ein Vogel? Ich glaube nicht da lang. Da lang. Oho. Er ist so undeutlich. Mein Gott. Es verwirrt mich ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Wo hast du dich versteckt? Du Shift. Er müsste irgendwo da oben sein. Aha. Ich glaube, wir haben ihn. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ich hoffe, wir schaffen das. Das wäre so schön. Er wohnt hier, ne? Ich bekomme Bauchschmerzen. Stufe erhöht. Oha. Oh Gott. Gleich regnet es nach Blut. Oh. Oh, er schläft. Oh. Wo schläfst du, ha? Wo schläfst du? Steh auf, ist Abend geworden. Oh Gott, steh auf, Rocky. Oha. Er kann mich ja betäuben mit seinem Scheißblitz. Stimmt das?
Nein, steh auf. Schnell. Schleif. Ei. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, ich werde sterben. Alter, trink doch mal. Oh mein Gott. Aha, kein Fallschaden. Juhu. Gottes Kind. Moruk, wieso trinkst du nicht? Ich hab dreimal gedrückt. Oh. Gott. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, die Rüstung, wo ich hab, ist beschissen. Naja, die Vorbereitungen sind halt wichtig. Wo Vorbereitung? Keine. Oha. Oha, jetzt habe ich gegeben. Ah, ah. Das ist nicht erwartet. Oh. Schon aggressiv. Oh nein. Aha, er rennt. Er rennt weg. Okay. Schnell, schnell, schnell. Er geht schlafen. Wo schläfst du? Ist Abend geworden. Schnell. Ich habe ein gutes Gefühl. Der ist schon machbar. Komm. Aha. Stirb, du Schiff! Oh nein. Oh, okay. Berühr dich. Oha. Nimm den Knochenhaufen. Das ist wichtig. Für alle Fälle. Oder? Ist das so? Das ist so. Oh, shit. Oh. Oho. Okay, 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 okay. Es sieht gut aus. Oh, wie viel Schaden macht er? Oh mein Gott, er hat so viel Schaden gemacht. Moruk, trink! Trink, Sam, trink! Oh Gott, trink! Trink lang? Oh nein. Ein Jahr braucht er. Noch schlimmer als Dark Souls, aber voll. Okay. So, kein Problem. Alles unter Kontrolle. Schnell. Okay.
Den haben wir, den haben wir. Ich glaube, ja, das sieht gut aus. Wir haben noch viel Leben. Ja. Heilung haben wir auch genug. Oha, oha, geh weg, geh weg. Ull. Hat uns nicht mal angeschaut. So. Let's do it. Aha, er steckt geblieben. Oha. Aber voll. Stirb. Oho. Ich habe mega viel Schaden gemacht jetzt. Genau jetzt ist die richtige Zeitpunkt. Schleif, schleif. Komme ich da hoch jetzt? Wie jetzt? Kann ich da hochklettern oder was? Da lang. Nein. Was ist das? Da muss ich nicht da hoch? Nein. Oh Gott. Oh nein, guck mal, er ist am Sterben. Wenn er jetzt stirbt, habe ich nicht ich ihn getötet, sondern diese Chakras. Oh, da ist er. Okay, er sieht sehr gut aus. Totenkopf. Das habe ich erst jetzt gemerkt, nach 10 Stunden. Gratulation. Oh. Komm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gehst du hoch. Oh Gott, oh Gott. Ein Kampf dauert 20 Minuten. Wo? 30 Minuten. Schon krass, oder? Aber voll. Schnell. Ich muss Fleisch essen. Ich bin zu sparsam, obwohl wir jedes Mal, bevor wir eine Mission machen, ne, genug Sachen bekommen. Aha, er stirbt. Ich hab ihn. Wolf. Gegeben. Wenn jetzt nicht stirbst, wann dann? Oh. Aber die Monster sehen alle cool aus. Voll. Also ich muss sagen, schon deswegen hat sich das gelohnt. Ne? Brittany und Manfred am Suchen jetzt auch. Ja! Geschafft! Oh Gott. Ich? Eieieiei. Wie lange hat das jetzt gedauert? Müssen wir mal gucken. Also das nimmt mich jetzt auch wunder, was wir für eine Rüstung herstellen können. Schon schön. 30 Sekunden. Schnell. Also Fallschaden gibt's nicht in diesem Spiel. Definitiv gut. Ja, definitiv. Ja.
so. Wir haben 15 Minuten gebraucht. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Wirklich. Ich dachte 50 Minuten oder so. Naja. Gut, gut, gut. Forschungsstufe, nur ein? Nein. Was? Meter? Ein Kilo ist das. Die Kantine wurde verbessert. Oha. Du kannst jetzt mehr Zutaten wählen. Es wurden neue Zutaten zum Menü hinzugefügt. Ist das awesome? Ist das awesome? Den musste ich haben. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ne? Kennt ihr diesen Spruch? Nein? Ja, jetzt kennt ihr ihn. Ich konnte nicht Nein sagen, Ladies and Gentlemen. Ich konnte nicht Nein sagen. Du bist einfach hammermäßig. Oh, werter Jäger, ich könnte dich küssen. Dank dir werden alle Jäger in den Genuss kommen, unsere Spezialwerkzeuge nutzen zu können. Da fällt mir ein, ich habe den Samen eines uralten Baums gepflanzt, mehr aus Neugier, aber dieses Mal ist der Samen aufgegangen. Sie sind etwas Besonderes, denn sie greifen auf das umliegende Leben zurück, um zu wachsen und vielleicht ein wenig Dünger. Ich erspare dir die Details. Worauf ich hinaus will, gibt es Objekte, die du besonders oft benutzt? Vielleicht kann ich die Eigenschaften des Baums benutzen und ein wenig Dünger, um mehr von dem wachsen zu lassen, was du brauchst. Juhu! Jäger der Fünften, kommt zu mir. Ich habe eine dringende Quest für euch. Okay, wir können jetzt, ne, den Kollegen benutzen. Ne? Ich benutze dich jetzt. Botanikforschung. Schauen wir mal. Wir können jetzt Sachen... Wie sagt man? Pflanzen lassen. Wie sagt man? Pflanzen lassen? Wird ständig größer hier. Freue mich, dich hier zu sehen. Du hast unseren uralten Baum schon gesehen, oder? Gerade noch dachte ich, es sei ein kleiner Sprössling. Und plötzlich ist er zu diesem gigantischen Baum gewachsen. Und jetzt sind wir bereit für ein bisschen Forschung. Du willst doch bestimmt noch mehr Objekte in die Finger bekommen, nicht? Dieser uralte Baum kann uns helfen, mehr Objekte für dich anzubauen. Also anzubauen. Wir können Sachen bauen. Anbauen. Ja. Was brauchtest du nochmal? Der war echt zäh. Ja, der war schon stark, ne? Voll. Ja, ich will die Anja töten. Die ist noch stärker. Die Botanische Forschungszentrale. Du kannst deine Pflanzen, Pilze und Insekten in der Botanischen Forschungszentrale abgeben, um sie dort reproduzieren zu lassen. Aha. Besuche das Zentrum und wähle ein Objekt, das du reproduzieren lassen willst. Wie lange das dauert, hängt vom jeweiligen Objekt ab. Das Objekt wird aber automatisch so lange reproduziert, bis du die Ergebnisse abholst. Mit jeder abgeschlossenen Quest verringert sich die benötigte Zeit um eine Einheit. Objekte werden nicht reproduziert, wenn deine Erntetruhe voll ist. Schau dir die Körbe am Teich an, um den Erntestatus zu prüfen. Dünger. Du kannst Forschungspunkte einsetzen, um die Menge an produzierten Objekten zu erhöhen. Einrichtungsstufe und Erntestufe, Erntetruhe, Erweiterung. Mit steigender Einrichtungsstufe kannst du immer mehr Arten von Objekten zugleich anbauen. Erweiterst du deine Erntetruhe, kannst du mehr Objekte produzieren lassen, bevor du sie abholen musst. Für das Freischalten von Dünger, die Erhöhung der Einrichtungsstufe und die Erweiterung der Erntetruhe gelten jeweils eigene Voraussetzungen. Also, anbauen. Bitte darum, dass Pflanzen angebaut oder Käfer vermehrt werden. Dünger. Düngen.
Wende Forschungspunkte auf, um Dünger einzusetzen, damit der Wachstumsprozess beschleunigt wird. Okay, was ist wichtig? Ne? Honig ist wichtig, glaube ich. Kraut. Hauptzutat von Tränken. Das ist Blaupilz. Ein Pilz mit kräftigenden Eigenschaften, der zur Herstellung von erholenden Objekten genutzt wird. Okay. Sehr nahrhafter Honig. Kombiniere ihn mit einem Trank, um einen Megatrank herzustellen. Ich glaube, das ist mal wichtig. Bitterkäfer. Ein scharf schmeckender Käfer mit heilenden Kräften. Eine Zutat für viele Medikamente. Aha. Nadelbeere. Eine Nuss mit nadelartigen Stacheln, die zur Herstellung von Schrottmunition verwendet wird. Okay, das ist nicht so meins. Und Schnallenbeere. Eine Nuss mit spiralförmigen Kernen, die zur Herstellung von panzerbrechender Munition verwendet wird. Habt ihr ihn auch geschafft jetzt? Manfred und Brittany? So. Honig, ne? Zum Beispiel kann ich noch mehr Sachen nehmen? Nein, nur eine am Anfang. Ne? Okay. Und Erntemenge 2. Und wo... Düngen, das muss ich auch machen. Das heißt, Pflanzenernte hoch. S, Dauer 3. Schauen wir mal. Dünger. Diese Mischung enthält die nötigen Nährstoffe, damit Pflanzen besser wachsen. Gut für 3 Quests. Diese Mischung enthält die nötigen Nährstoffe, damit Pflanzen besser wachsen. Gut für 3 Quests. Pilzsubstrat. Guter Dünger, der den Anbau von Pilzen vereinfacht. Und über die Zeit von 3 Quests wirkt. Erntemenge. Aha, guck da. Lockmittel Gelee. Dieser Köder verströmt einen Duft von Insektenlieben und verbessert deine Honigernte. Gut für 3 Quests. Mach ich mal. Anbauen. Ja. So. Da kann ich einfach raus und das macht das. Oder? Ist das so? Genau. Okay. Was jetzt noch? Mit ihm vielleicht mal reden? Oder nein? Ich will, wisst ihr was? Ich will mal gucken, was für Munition. Also Munition. Rüstung, genau. Was wir schmieden können jetzt. Ob wir da etwas bekommen haben. Wie das jetzt aussieht, ja. Aber da, den müssen wir dann nochmals machen. Alle zusammen, hoffentlich. Ein Treffer und ich war tot. Oha. Okay. Ausrüstung schmieden. Waffen. Also nein, Rüstung. Aha. Was ist das? Okay. Was ist das denn? Cool, oder? Sieht schon cool aus. Bisschen Bloodborne-Style irgendwie, ne? Definitiv. Aber definitiv. Okay, aha, guck mal, sogar Wespenrüstung. Nein. Oha. Malm richtig. Was heißt das, Malm richtig?
Oh mein Gott, guck das mal an. Also gibt's schon geile Sets. Aber voll. Ja, ich tue sowieso alle Rüstungen herstellen. Also da, egal ob ich sie jetzt trage oder nicht. So, das auch mal herstellen. Ich mag das. Ich bin kein Trophäenhunter oder so Sachen. Ist mir ziemlich schnuppe. Aber was ich halt mag, ist so Waffen, Rüstungen vor allem. Waffen auch. Dass ich alle habe. Ja, schade, aber ich kann nicht. Ich kann es nicht anziehen. Also nicht anziehen heißt. Halt, ja. Mir fehlen noch mehr. Zum Beispiel Monsterfluid fehlt. Schade. Okay. Was haben wir noch? Zum Beispiel. Gegen Donner, aha. Okay. Habe ich die noch nicht hergestellt? Nein. Oho. Oh Gott, ich muss noch mehr von diesen Gegner töten. So grinden, ne? Das ist eigentlich grinden. Naja. Oh. Wisst ihr, was ich nicht mag? Wenn man nicht alle Sachen, wenn nicht alle Rüstungen, also wenn ein Set nicht komplett ist. Ich mag nicht etwas davon anzuziehen. Voll, aber. Ups, ich hab. Oh Gott, ich habe das jetzt extra nochmal hergestellt. Willst du mich verarschen? Wollte ich nicht. Mann. Jetzt habe ich es zweimal. Toll. Scheißegal. Okay, also, was sollen wir anziehen? So, Barot-Panzerung. Jura-Panzerung. Aha, die habe ich ja. Ei, scheiße. Ausrüstung ändern. Die lasse ich mal. Ja, die ist auch gut. Und die Schuhe. Ist auch okay, das, was ich anhab. Was ist das denn? Okay. Gut. Palico-Ausrüstung, Chemie, nein. Waffe vielleicht, kann ich die verbessern? Ich glaube nicht, oder? Schauen wir mal. Keine Ahnung. Aha, nein, kann man nicht. Aha. Oh. Der sieht cool aus. Aber voll. Oh nein, ich könnte es sowieso nicht, könnte ich sowieso nicht tragen. Also ausrüsten. Okay. Kann ich die zum Beispiel verbessern?
Diese, wisst ihr, was ich, also Verteidigung erhöht sich, okay, aber Fähigkeit, wie kann man die erhöhen? Weiß das jemand? Zum Beispiel diese Betäubungswiderstand ist der Stufe 1. Wie kann man das erhöhen? Das kann ich auch nicht aufstehen. Was denn? Was kannst du nicht aufstehen, Manfred? So weit sind wir noch lange nicht. Ah, du meinst wegen den Sets, meinst du? Okay. Ja, voll. Ich hasse sowas. Aber voll, wirklich. Wenn Rüstungen nicht passen. Ja. Aber wie, ne? Ich rede mal mit dem Koch. Mal gucken. Seit der Wanderung ist die Arbeit hier in der neuen Welt noch härter geworden. Das bedeutet, dass du auch härter werden musst. Die alte Kantine sah langsam alt aus. In meinem Haus gibt es keinen Stillstand, nur Fortschritt. Also habe ich etwas die Pfoten spielen lassen und jetzt gibt es alle möglichen neuen Mahlzeiten in der Kantine. Mehr Auswahl an Mahlzeiten vor der Jagd bedeutet, du hast mehr Optionen, Monstern einzuheizen. Für alle einen Gewinn, außer die Monster. Oha, okay, aber wie machen wir jetzt? Habe ich alles schon reingelegt? Nein. So. Wow, meine Truhe wird ja langsam gefüllt, ne? Passt ja gar nichts mehr rein. Langsam. Leute, was machen wir? Mission zusammen? Was meint ihr? Habt ihr... Nein, ihr habt nicht. Also Brittany hat noch nicht. Manfred, hast du den schon getötet? Diesen... Halbschlange-Gegner? Gibt noch genug Platz. Okay. Also fangen, wollt ihr mal fangen? Fangen spielen? Fang einen Kuriaku. Oh nein, ey. Wollen wir mal machen? Okay, machen wir mal. Scheißegal. Auch wenn ich so keine Lust habe. So, drei Leute. Okay, machen wir mal. Vielleicht ist es ja lustig. Vielleicht auch nicht. Schnapp, schnipp, schnapp, schnapp, schnipp. Schnipp, schnapp, schnappi. Boah. Gut, gut. Oh mein Gott, ich sehe so scheiße aus jetzt. Andere Schuhe, andere Handschuhe. Was ist passiert? Was ist aus ihr geworden? So, Brittany ist da. Ist der Quest beigetreten. Noch Money. Aber wir müssen schon jedes Mal warten, oder? Dass ihr alle schon hier beitretet. Oder? Das muss schon so sein. Also später geht's, glaube ich, nicht mehr. Ich bin mir gar nicht so sicher. So. Bereit zum Aufbruch. Mal schauen. Habt ihr schon mal ein Monster gefangen? Ich glaube nicht, oder?
eigentlich. Wow. Jedes Mal so lange, ey. Nein, okay. Schleudertipps. Dung kann aufgesammelt und als Schleudermunition verwendet werden. Verschieße ihn auf Monster, um sie zu vertreiben. Funk-Quests. Auf Funk-Quests musst du das Monster schwächen, das Monster in eine Falle locken, Beruhigungsmittel nutzen, um das Monster lebend zu fangen. Vergiss nicht, die benötigten Fallen und Beruhigungsmittel mitzunehmen. Du findest sie in deiner Objekttruhe oder in der Vorratstruhe. Fallen, Schockfallen, Fallgruben etc. Beruhigungsmittel, Beruhigungsbomben, Beruhigungsmunition etc. Fallen und Beruhigungsmittel können entweder hergestellt oder im Vorder- oder im Versorgungslager gekauft werden. Du musst ein Monster merklich schwächen, bevor du es durch den Einsatz von Beruhigungsmitteln fangen kannst. Ist die Gesundheit eines Monsters so weit gesunken, dass ein Beruhigungsmittel wirkt, beginnt es zu humpeln. Das ist dein Signal, mit direkten Angriffen aufzuhören und deine Fallen bereit zu machen. Sei vorsichtig, dass du dem Monster nicht zu viel Schaden zufügst, denn wenn du dein Ziel versehentlich tötest, scheitert deine Fangquest. Humpelnde Monster versuchen, in ihr Nest zu fliehen, um sich dort zu erholen. Wähle aus der Objektliste eine Falle aus, beispielsweise eine Schockfalle, und platziere sie mit Viereck im Weg des Monsters. Sitzt das geschwächte Monster erst einmal in der Falle, ist das Einfangen so gut wie erledigt. Du kannst auch Fallen in der Umgebung des Netzes aufstellen, während das Monster schläft. Wecke das Monster dann auf und locke es in die aufgestellten Fallen. Sitzt ein Monster in deiner Falle, wähle aus der Objektliste eine Beruhigungsbombe aus und drücke dann Viereck, um sie auf dein Ziel zu werfen, sodass sie das Monster im Gesicht trifft. Ist das Monster dann eingeschlafen, kannst du es einfangen. Du kannst zudem Beruhigungsmunition mit Distanzwaffen verschießen. Durch das Einfangen eines Monsters erfüllst du außerdem die Anforderungen für Jagdquests. Du erhältst zwar keine Objekte von deinem Ziel, aber dafür bekommst du im Quest Ergebnisbildschirm andere Belohnungen, als wenn du es erlegt hast. Hättest. Hat sie jetzt gerade ein Ei bekommen? Okay. Ziel dieser Quest ist es, das Monster zu fangen. Die Quest schlägt fehl, wenn du es tötest. Sei also vorsichtig. Gut, gut. Mal gucken, ob das so viel Spaß macht, das Fangen. Ich habe nicht das Gefühl, aber naja. Wir gehen auf die Jagd. Let's do it. Oh nein, Objekttruhe. Oh, ich hätte fast vergessen. Eines Monsters sind vor Ort. Beruhigungsbomben sind ein absolutes Muss. Was für Bomben? Aha. Simple Schockfalle. Okay. Fallengerät. Ein essentielles Hilfsmittel, um Fallgruben und andere Fallen zu installieren. Okay, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich diese Falle mal benutze, ne?
Fangnetz. Wo ist das jetzt? Schockfalle. Wo ist diese Falle jetzt? Das andere? Grillspieß, Wettstein. Danke, Manfred. Ja, ich habe jetzt genug. Ich hoffe, ich brauche nicht. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Zu dritt sowieso ist schon ziemlich... Ja, also... Schon einfacher, ne? Das Spiel. Muss man schon zugeben. Egal, wie balanciert die Gegner sind. Ich finde, das Spiel ist definitiv einfacher, wenn man zu dritt spielt. Okay, let's do it. Jetzt bin ich gespannt, wie wir uns machen. Also bei Monster Hunter 3 war das so schlimm. Boah. Alter, wirklich. Das war so ein Grund. So. Ne? Hab ich gedacht. Also wirklich. Ich hab wirklich gedacht. Ich habe so keine Lust gehabt auf das. Hat von Nase genommen. Ohne Witz. So töte ich die jetzt. Keine Ahnung. Oh, der hat gesessen. Untersuchung hinzugefügt. Endlich. Wurde auch langsam Zeit, ne? Wie lange haben wir Zeit? Auch 50 Minuten? Schauen wir mal. Ich glaube, ne? Ich glaube, wir haben auch dann... Ja, 43 Minuten. Oh. Okay. Junge, Junge. Oh, was ist das? Ah, Boro. Boro, bist du es? Lebst du noch? Gott. Wir haben den zu oft getötet irgendwie. Kann ihn nicht mehr ernst nehmen. doch, Spaß. Natürlich nehme ich ihn ernst. Alter, ich habe den Weg verloren. Da. Oh. Er kommt auf uns zu. Oh, wer? Oh. Oh, voll. Ich sehe euch von hinten. Ich schaff das schon. Oh nein, er kommt zu mir. Oh, oh. Geh weg. So, das wird jetzt unser erstes Mal sein. Ich hoffe, wir verkacken nicht. Oh, was ist das? Kesto! Ah, da ist er! Ist es da? Ist dieser Gegner, ne? Lässt es sich schwer fangen. Du musst es erst ermüden. Ja, der ist es. Oh, Truter! Ah, er will müde werden, ich verstehe. Er scheißt die ganze Zeit. Was ist los?
Aber er sieht schon cool aus, oder? Voll. Da muss man schon kreativ sein. Das ist schon ein bisschen wie ein Missgeburt. Also. Ja, Mutter von irgendwo, Papa von irgendwo. Irgendwie. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Wettstein. Nicht töten, Leute, ne? Es muss gefangen werden. Das ist gut, wenn er abhaut. Wo gehst du, hm? Wo gehst du? Oh, ist ja voll schnell. Der geht doch dorthin, wo Baro ist. Baro. So, jetzt. Okay. Falle, ne? Gut. Berührungsbomben? Aha. Juhu! So einfach? Von einem gefangenen Monster erhältst du keine Materialien. Aber es gibt am Ende der Quest mehr Belohnungen als normal. Also ich muss sagen, Bei Monster Hunter 3 war das wesentlich aufwendiger. Ne? Wirklich. Es war so was. Es ist von so was von Nase gekommen bei Monster Hunter 3. Ja, jetzt schön. Juhu. Gut gemacht, gut gemacht. So. Wow. Schon schön. Fang Peter, was? Fang Affe. Anfänger. Aha. Schön, schön. Feldforscher, Zielzerstörer, Spürnase. Untersuche Spuren und Hinweise. Zerstörte Teile. Gefundene Monster. Gut, gut. Gut, gut. Ich werde langsam müde. Wir haben 4:30 übrigens. 5:30. Trainingsbereich. Ich mach nicht mehr lange. Kannst doch suchen. Kannst Jäger du suchen? Der Fünften, komm zu mir. Du weißt ja. Ich habe eine dringende Quest für euch. Ich will mal gucken, ob ich jetzt diese Rüstung von dem Vogel auch herstellen könnte. Ja. Obwohl ich es jetzt nicht gerade anziehen würde. Es sieht ein bisschen komisch aus. So ein bisschen wie Pilotenhelm. Aber. Naja, egal. Wie gesagt, ich will alle Rüstungen haben, alle Waffen. Ich will jetzt auch nicht 5 Stunden aufnehmen, wie ich grinde. Weil, ja, das ist halt nicht so interessant, würde ich sagen. Das habe ich gar nicht gesehen, wurde, als ich das gesucht habe. Komisch.
Ich werde das dann offline machen oder im Livestream einfach, ohne dass ich aufnehme. Ja, weil es halt, ich weiß nicht. Vielleicht nehme ich auf, aber ich glaube weniger. Weil wenn man fünfmal die gleiche Mission macht, ist nicht so spannend. So, ich will mal gucken, aber bevor ich da jetzt weitermache, Ausrüstung schmieden, Rüstung, mal gucken. Pukai. Aha. Okay. Ja, also die würde ich gerne anziehen. Diese. Ja. Kann ich die herstellen jetzt? Yagra. Alter Knochen, Monsterknochen. Guck mal, wie viele ich habe. Oha. Ulf. Okay, ich fange mal an. Nee, genau das kann ich nicht herstellen. Na toll. Gaiao Set. Das will ich ja auch. Wie kann man dieses scheiß Ding bekommen? Diese Rüstung. Ich will mal gucken, wie das aussieht. So. Fisch halt, ne? Sushi-Rüstung. Nein, nicht anziehen. Bitte. Yagra. Na, Geld. Haben wir genug? Welche Rüstung gefällt euch? Nein, nicht. Also ist auch grinden, ne? Also, Zellen gibt es ja nicht, leider. Auch wenn es so schön wäre. Kulu. Was ist Kulu? Was ist das? Name? Ah, ich meine Rüstung. Ach so. Bist du am gucken, Britney? Juhu! Kulu! Kulu. Okay. Na, nicht ausrüsten. Nein. So, die kann ich nicht. Diese Kulo müssen wir doch mal töten. Der sieht echt cool aus. So. Aber kann man nicht alle gleichzeitig? War das andere vorhin jetzt günstiger? Oder habe ich das Gefühl? Ja, voll. Oha, wie kannst du nur? Das ist 500. Naja, Geld. Habe ich Geld? Oh mein Gott, ich bin Millionär. Wir haben genug. Okay. Das finde ich auch scheiße, ey. Wieso zeigen die das jedes Mal? Wer guckt sich das an? Nicht ausrüsten. Oh, oh, oh. Schon gewesen. Guck mal. Und schon gewesen. Was ist das? Kest. Guck mal, das hat. Alter, welche Mission muss ich machen, damit ich diese Kestodon-Rüstung mal sehen kann? Bitte. Ich habe 50 Gegner getötet. Kadachi. Zeig mal. Ja. Hat was von Bloodborne, aber voll. Ne? Ja, die sieht geil aus. Ja. Müssen wir morgen mehr spielen, Manfred. Bisschen diese Bosse offline, ne? Halt offline ein paar Mal machen. Ja, schaffen wir. So, die auch herstellen.
So, ich mach so, damit ich sehe, was ich hab und was ich nicht hab. Ihr wisst ja, man kann auch die Rüstungen verbessern, also. Aber ich habe das jetzt noch nicht verstanden, wie das geht mit den Fähigkeiten. Aber ich glaube, das kommt noch, oder? Ja. Das kommt noch. Hoffentlich. Aber okay, ja, ich mache das jetzt offline. Und ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, vergiss nicht zu liken oder so, ne? Wir sehen uns. Bis dann.